Liebe Anwesende, ich möchte Sie zum diesjährigen Open Forum. Ich wurde als Mitglied des Stiftungsrates des WEF aufgebeten, Sie hier ganz besonders willkommen zu heißen und vielleicht einen kurzen Überblick zu geben und über das bevorstehende Programm. Sie haben viele gesehen, dass das ein außerordentlich reiches Programm ist, welches Themen von der Belebung der europäischen Demokratie bis zu Fragen der Lebensmittelsicherheit bis zu Umwelt- und Klimafragen beschlagen. Sie haben auch gesehen, dass das Programm der Woche vorsieht, zwei Filme, zwei wichtige Filme, einen aus dem Sundance Festival, Die letzten Männer von Aleppo, der andere, der neue Film von Al Gore, Immer noch eine unbequeme Wahrheit. Sie haben auch gesehen, dass große Prominenz hier am Open Forum tätig sein wird. Malala, die Nobelpreisträgerin, die jüngste. Und last but not least, Alain Berset, der Bundespräsident. Von meiner Seite her ist das ein ganz besonderer Augenblick, hier am Open Forum zu sein, weil als Präsident des IKRK und Stiftungsratmitglied des World Economic Forum und jemand, der auch in früheren Rollen sich mit dem WEF beschäftigt hat, weiß ich um das schwierige Verhältnis zwischen Globalisierung und Globalisierungskritik. Das World Economic Forum ist seinerseits in einem Transformationsprozess, wie auch die Globalisierungskritik in einem Transformationsprozess ist. Und ich denke, das Open Forum ist eine außerordentliche Gelegenheit, diesem Transformationsprozess, dieser Diskussion ein bisschen näher auf den Grund zu gehen und ein bisschen schärfer zu fassen, was die Meinungen sind, die uns oft trennen und was die unterliegenden Fakten und Argumente sind, mit denen wir zu Recht der Globalisierung das Wort reden und zu Recht die Globalisierung kritisieren. Und ich denke, das Open Forum gehört heute und ist ein nicht zu vernachlässigender Bestandteil dieses großen Diskussionsprozesses, bei dem wir nicht notwendigerweise nach Einigkeit streben, sondern nach guter Diskussion und nach vertieftem Kenntnis jeweiliger Argumente. Ich bin, wie so oft, wenn man für eine humanitäre Organisation wie das IKRK arbeitet, diesem Spannungsfeld und diesen Widersprüchen ausgesetzt. Und darum freue ich mich auch, dass ich heute Sie nicht nur begrüßen darf, sondern auch Teil des Panels sein kann. Dass das Open Forum hier tätig ist, bringt mich fast 18 Jahre zurück, als ich im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft in einer Arbeitsgruppe gearbeitet habe, welche letztlich dann zum Open Forum geführt hat, in der Mitte auch der Globalisierungskritik schon damals, die besonders aktuell war. Also in dem Sinne für mich ein großer Augenblick, Sie alle hier begrüßen zu dürfen, und ich hoffe, dass Sie eine interessante Woche und vertiefte Gespräche zu diesen wichtigen Themen haben. Ich möchte nun bereits beginnen, die Moderatorin vorzustellen. Ich wechsle hier auf Englisch, damit die Moderatorin das auch sieht. Sie haben gesehen, Afsin Yurdakul ist Moderatorin, Anchor der türkischen internationalen New Anchor von Habertürk News. Sie hat über außenpolitische Fragen der Türkei ausführlich publiziert. Sie leitet in ihrem Sender die Diskussionen zu diesem Thema. I would like to present to you Afsin. Ich darf Ihnen Afsin Yurdakul vorstellen. Sie stellt dann die anderen Teilnehmer dieses Podiums vor. Wenn jetzt die Choreografie stimmt, dann sollte jetzt bitte Afsin herauskommen, damit ich mich setzen darf, und dann kämen die anderen Teilnehmer hinter ihr heraus. Ja, so sieht die Choreografie vor. Hier sind sie.
Our world seems fractured. It's hard to see coherence. In theory, we may think globally and feel as one. But in reality, identity politics and tribalism are on the rise. There's nothing wrong with our devices, but the way we are using them is hurting empathy and intimacy. Do I really want to sit here behind a computer screen making friends, or do I want to make some real friends? And appreciate what makes them different from ourselves? Unconscious bias comes from upbringing and experience, but with a bit of conscious effort, we can manually override our unconscious bias settings. Discrimination comes in many forms. Being little in a big-sized world. Basketball player Germani Swanson may be short in stature, but is big in dribbling and scoring for the Harlem Globetrotters. The biggest Christian community in the Middle East can lawfully and freely express its religion. Copts carry Egyptian passports. Yet in rural areas, emotional and religion-based tribal traps triggered deadly attacks on Copts. Ethnic minorities face systematic discrimination from governments. After violence between Rakhine Buddhists and Rohingya Muslims in Myanmar, the stateless Rohingya are being driven out of the country. How can we resolve identity-based conflicts? We believe all human beings are by nature free and equal. I think a completely inclusive society would be a place where everybody has equal access and opportunity for everything. I would describe it as a party or a dance where everybody gets invited and everybody gets asked to dance. Inclusion is about engaging everyone. It's about all of us. Hello, everybody. Hallo, guten Tag Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier zum Open Forum in Davos. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich muss gestehen, ich liebe auch dieses Format, das erlaubt Kommunikation mit den Menschen aus und in Davos und nicht nur mit den Teilnehmern der Jahrestagung des WEF. Also danke, dass Sie hier sind. Danke auch Peter Maurer für seine Einführung. Und ich darf Ihnen vielleicht zunächst die Teilnehmer des Podiums vorstellen und kurz sagen, warum Sie und wir alle hier, heute hier sind. Sinead Burke ist Gründerin von Midi Melange. Sie kommt aus Irland. Sie ist eine Aktivistin, Autorin, Publizistin. Frau Wai Wai Nu ist Gründerin und Leiterin von Women Peace Network aus Myanmar. Daniel Shapiro ist Gründer und Direktor der Harvard International Negotiation Programms und Dr. Peter Maurer ist Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, des IKLK. Hier sind Sie und wir, weil wir uns unterhalten wollen darüber, wie wir uns zusammenfinden können in einer Zeit, wo wir in den Medien nur hören von Krisen, von Brüchen, von Verwerfungen, von Aufständen, von Konflikten, Krisen, Kriegen weltweit. Wir alle haben das Gefühl, wir müssen etwas dagegen tun. Wir wollen nicht, dass die Welt so ist und bleibt, wie sie ist. Mit humanitären Krisen, böser politischer Rhetorik, Massen von Flüchtlingen. Wir wollen nicht wissen, dass wir in einer Welt leben, die gespalten ist, wo es Diskriminierung gibt. Gleichzeitig aber ist vielleicht jetzt der Moment gekommen, kreativ, konstruktiv zu schauen, was wir dagegen tun können, wie wir Brücken bauen können zwischen Gemeinschaften, Ländern und Menschen. Dazu sind wir heute hier. Ich bin hier mit einem herausragenden Podium zusammen. Diese Menschen haben Geschichten zu erzählen. Sie werden sagen, was sie inspiriert, was sie antreibt, welche Lösungen sie haben, vorschlagen können, um uns näher zusammenzubringen. Ich möchte selbst noch etwas sagen dazu, wie diese Diskussion ablaufen soll. Wenn Sie Fragen haben, die Sie an die Podiumsteilnehmer stellen möchten, werden Sie Zeit dafür haben. Im zweiten Teil dieser Diskussion, etwa 20 Minuten für Ihre Fragen, sind vorgesehen.
Im ersten Teil der Diskussion werden wir von den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern hören, was sie uns mitzuteilen haben. Ja, so viel zum Ablauf und zur Logistik. Und nun eine erste Frage an Sinead Burkey, direkt neben mir. Sie haben ihren TED-Talk wohl gesehen, ihre Videos, oder Sie haben Interviews mit ihr gesehen. Sie ist eine ganz starke, klare Stimme und Frau. Und ich möchte von ihr gerne hören, was sie antreibt für die Arbeit, die sie tun. Was inspiriert sie? Welche Lösungen sehen sie, um diese Gräben zu überbrücken? Welche Herausforderungen stellen sich ihnen? Wie gehen sie damit um? Bitte, Sinead Burke. Ja, danke. Und danke besonders für die freundliche Einführung. Ich bin Sinead Burke. Ich bin Schriftstellerin und Aktivistin aus Dublin in Irland. Was meine Leidenschaft und mein Interesse für diesen Bereich angeht, so hat es wahrscheinlich zu tun mit meiner Geburt selber. Vielleicht entstand es auch, als ich sprechen lernte. Gehen wir zurück zum 19. Dezember 1994. Das war mein erster Tag in der Grundschule. Da wurde ich eingeschult. Sie haben jetzt natürlich alle versucht, mein Alter zu raten. Ich bin 27 Jahre alt. Ich kam also in die Primarschule, erster Schultag, 30 fremde Kinder neben mir, haben mich vorgestellt, habe gesagt, hallo, ich bin Sinead. Ich leide an Achondroplasie, Achondroplasie auf Deutsch, Achondroplasie, und ich werde am Ende Primarschullehrerin. Für mich ist Bildung der Schlüssel, um so vielen Herausforderungen zu begegnen, um Armut, Unterdrückung und viele zu bekämpfen. Ich war also in einem guten Bildungs- und Schulsystem, wo niemand aussieht wie ich, und dennoch hatte ich nie eine Lehrerin oder einen Lehrer, der körperlich behindert gewesen wäre. Diese Kultur gibt es nicht in Irland und auch nicht in vielen anderen Teilen der Welt. Und diese Passion, diese Leidenschaft, etwas Neues, etwas anderes zu tun, kommt auch aus meiner Familie. Ich habe das Glück, in eine Familie hineingeboren worden zu sein, wo man diese Lust auf dieses Tun gefördert und genährt hat. Und viele meiner Probleme und Herausforderungen hatten nichts zu tun mit meiner Genmutation, mit meiner Achondroplasie und mit diesem berühmten FGFR3-Gen, das bei mir anders ist, sondern hatte zu tun mit einem Mangel an kreativem Denken bei Menschen mit Macht. Ein Beispiel. Meine größte Schwierigkeit ist, dass ich in einer Welt lebe, die für Sie gebaut ist. Sie Durchschnittsgroßen, und wenn ich zum Beispiel jetzt nach Davos komme schon allein, ist das für jemand wie Sie schwierig. Stellen Sie sich mal kurz 5 Sekunden lang vor, wie das ist für jemanden, der 1,05 Meter groß ist. Bei 3 Metern Schnee in den letzten paar Tagen, ich bin 1 Meter groß, grob gesagt. Und was die Lösungen angeht, so geht es für mich darum, diese Schranken einzureißen, Schranken und Hindernisse der Macht. Das bedeutet, dass jene, die die Macht haben, das miterleben, was Menschen mit Behinderung erleben, um sich für etwas anderes zu engagieren. Das machen wir nicht nur für die Gesetzgebung. Wir brauchen hier kreative Chancen und Gelegenheiten, und das kann aber auch Gewinn bringen, wenn man sich dafür einsetzt. Danke, Sinead. Wir kommen sicher auf Ihre Geschichte zurück und werden auch hören wollen, wie wir das schaffen können gemeinsam. Sie sprechen von der Bedeutung kreativen Denkens und Schaffens, um solche Hindernisse abzubauen. Darauf kommen wir mit Sicherheit zurück. Sinead hat also vieles getan, um in ihrer Gesellschaft ihren Status quo in Frage zu stellen. Und andere Teilnehmer hier haben Ähnliches getan in ihren Ländern und Gesellschaften. Und ich wende mich an Wai Wai Nu am anderen Ende des Panels, um ihre Geschichte zu hören. Sie haben einiges durchgemacht, um Demokratie in ihrem Land, in ihrer Gesellschaft zum Durchbruch zu verhelfen. Sie haben eine sehr berührende Geschichte als Journalistin, muss ich gestehen. Ich glaube an die Macht von Geschichten, um Menschen zusammenzubringen. Sie bringen uns in Beziehung mit anderen Menschen. Unsere Geschichten sind wichtig, auch wenn wir nichts wissen über den Kontext, den Hintergrund, die Kultur des anderen Menschen. Deshalb fange ich immer gerne mit einer persönlichen Geschichte an, und lassen Sie uns die von Wai Wai Nu hören. Ich denke, Sie haben uns einiges zu sagen. Ja, danke. Danke auch für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, und ich halte es für ein großes Privileg, jetzt, wie gesagt, meine Geschichte erzählen zu dürfen. Ich komme also aus Myanmar, Burma, und ich gehöre zu der Gemeinschaft der Rohingya, die vom Staat Myanmar nicht anerkannt wird. Ich bin aber überzeugt, dass ich zum Staat Myanmar gehöre. Seit eh und je. Das war auch immer so, bis vor kurzem. Meine Identität, habe ich festgestellt, wurde
praktisch systematisch ausgeschlossen, weggedrängt. Das beginnt bei soziokulturellen Rechten und dann ging das auch darüber hinaus, ging noch weiter, ging hin bis zu politischen Rechten, wirtschaftlichen Rechten und praktisch bis hin zum grundlegenden Existenzrecht. Als ich jung war, ein Kind, habe ich angefangen, das zu spüren, indem ich merkte, dass meine Gemeinschaft nicht die gleiche war wie andere Gemeinschaften im Land. Ich bin zwar in der Hauptstadt aufgewachsen, ich habe wenig Diskriminierung direkt gespürt, aber meine Familie hat mir immer wieder vermittelt, dass wir im Staat Rakhine, wo wir lebten, nicht die Möglichkeit hatten, das Dorf zu verlassen. Sie hatten nicht die Erlaubnis, den Staat Rakhine zu verlassen. Sie mussten eine extra Erlaubnis erhalten, um zu heiraten. Sie brauchten Erlaubnis, um in die Schule zu gehen. Alles musste erst genehmigt werden. Ihre ganze Existenz war behördlich geregelt und eingeschränkt. Ich wusste aber nicht, was das bedeutet. Und als ich 18 war, wurde ich mit meinem Vater und der ganzen Familie von zu Hause entführt, für 7 Jahre ins Gefängnis gesteckt und 2012 aus dem Gefängnis erst entlassen. Es war eine sehr harte Zeit im Gefängnis, aber eine meiner großen Hoffnungen war es dabei trotzdem immer, dass ich stark bleiben würde und dass ich mich bilden wollte, um dann solche Probleme für andere Menschen zu verhindern. Als ich aus dem Gefängnis herauskam, habe ich Jura studiert. Erneut und am Ende, bei meinem Abschluss als Juristin, nahm ich auch teil an einem Podiumsgespräch und erhielt einen Abschluss, bedankte mich beim Dekan bei der Abschlussfeier für mein Juristendiplom und ging ein paar Schritte und stellte fest, das ist gar kein eigentliches Diplom. Hier steht nur drauf, gehen Sie zur Behörde und erkundigen Sie sich. Ich ging zur Behörde, erkundigte mich und man sagte mir, wieso ist das kein Abschluss? Und man sagte mir, du musst deine Identitätskarte, deinen Personalausweis ändern, sagte ich zum Dekan, wie geht es denn Ihnen? Haben Sie denn die gleiche Karte? Und die Dekanin sagte, ja, ich, also es war so, dass ich praktisch noch in meiner alten Identität befangen war und keine neue Identitätskarte hatte, weil die Behörden mir nicht die neue Identitätskarte, die neue Staatsangehörigkeit, die volle praktisch gewährt und ausgestellt hatten. Solche alten Personalausweise oder Identitätskarten galten aber bis 2015, bis hin zu Aung San Suu Kyi und bis hin zum Staatspräsidenten. Sie hatten volle Identität, aber wir, ich und andere Minoritäten, Muslime, Christen und Hindus, die vom System nicht diese volle Identität erhalten in Form von Identitätskarten, sie wurden ausgeschlossen in ganz vielen Aspekten ihres Lebens, auch im Bereich der Bildung. Weil ich dann offen auftrat und mit vielen Leuten geredet habe und mich zu Wort gemeldet habe und auch mit Frau Jiang Li gesprochen habe, der Menschenrechtsberichterstatterin zu Myanmar, hat das Ministerium die Politik geändert. Und ich habe am Ende vernommen, dass ich zusammen mit 300 anderen Studenten an meiner eigenen Universität bei dieser Diplomabschlussfeier nicht die volle Identität erhalten hatte. Also so viele Studenten waren vom Land praktisch ausgeschlossen. Und dieses System ist leider noch nicht ganz abgeschafft in Teilen des Landes. Und auf diese Art und Weise wurde ich immer wieder ausgeschlossen. Das hat mich so wütend gemacht, dass ich mir überlegt habe, was kann ich dagegen tun? Dieser Abschluss ist für mich sehr wichtig. Ich will Juristin sein, ich will Anwältin sein, ich will eine Arbeit haben. Und das ist nur eine Ebene, auf der wir in Myanmar ausgeschlossen sind vom Leben. Als Gemeinschaft, wie die Rohingya oder andere Minderheitengruppen, ist es so, dass sie Dutzende solcher Formen von Ausgrenzung erfahren. Und diese ganze Exklusion, diese ganze Ausgrenzung hat zu einer riesigen Ungleichheit geführt in der Gesellschaft und im Land, zu einer großen Spaltung. Und auch der Konflikt auch die große humanitäre Krise, die entstanden ist, gehört quasi mit dazu. Das UNHCR, das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge, hat ja beschrieben, dass diese Krise ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit wohl bedeutet und dass auch Völkermord möglicherweise geschieht.
Das alles haben wir zu gewärtigen. Kleine Ausgrenzungen und ganz massive, krisenhafte Ausgrenzungen, die sich massiv auswirken auf das Land und eigentlich auf die ganze Welt. Das wird zu einer Bedrohung des gesamten Weltfriedens. Und ich glaube, es ist die gleiche Form von Ausgrenzung, die es in anderen Ländern auch gibt. Und diese Ausgrenzung führt zu vielen Konflikten und Kriegen in der ganzen Welt. That was very powerful. Danke, Wewenu, für diese sehr klare Aussage, vor allem zu dem, das, was Sie sagen über Ausgrenzung und wie kleine Ausgrenzungen zu großen Ausgrenzungen führen, wie das zu Ungleichheit führt und dadurch zu Spaltungen in der gesamten Gesellschaft führen. Darauf kommen wir mit Sicherheit auch noch einmal zurück. Zwei Rednerinnen haben jetzt also unterschiedliche Geschichten erzählt. Sie haben direkt Ausgrenzung erfahren und dies hat sie veranlasst, hinzugehen und hinauszugehen und zu versuchen, die Dinge zu verändern. In Myanmar, in Irland. Zwei Geschichten eines klaren, starken Kampfes. Es gibt auch noch weitere Länder, andere Regionen der Welt, wo andere Geschichten zu erzählen sind. Menschen, die Transformation wollen und bewirken wollen. Um jetzt diese globale Perspektive zu erhalten, möchte ich Peter Maurer zu Wort kommen lassen, denn das IKRK arbeitet ja als Mittler für einen konstruktiven Dialog in Konfliktregionen. Das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, hat hier eine wichtige Aufgabe. Sie erleben diese Spaltungen, diese Probleme vor Ort, direkt aus erster Hand. Sie stehen an vorderster Front. Sagen Sie, wie beobachten Sie das? Sie arbeiten an vielen Stellen in der Welt, das IKRK. Was führt zu Konflikten, zu Spaltung? Was ist diesen Auslösern gemeinsam, unabhängig davon, wo in der Welt Sie arbeiten? Thanks a lot. Vielen Dank, Afsin. Ja, ich habe jetzt die beiden Vorrednerinnen gehört und wenn ich dann die 25 großen Bruchlinien ansehe, die die meisten unserer Ressourcen momentan verzehren, dann ist es keine Überraschung, dass das, was man gerade gehört hat, natürlich hier schon fast Modellcharakter hat, denn es ist immer dasselbe. Ich würde meinen, es beginnt mit einer Einzelidentitätspolitik, das heißt Politiker, die versuchen, Gruppen von Menschen auf eine Einzelidentität runterzufahren. Und dann mangelt es an Empathie und es kommt die Exklusion. Das sind eigentlich zwei Seiten derselben Münze. Aber ausgelöst wird alles durch diese Einzelidentitätspolitik. Es gibt ja dieses wunderbare Buch über Identität und Gewalt. Und wenn man jemanden auf eine einzelne Identität reduziert oder den ganzen politischen Freiraum in einem Land auf eine einzelne Identität reduziert, dann ist das normalerweise der wichtigste gewaltauslösende Faktor. Denn Gewalt ist nur immer die Folge von Exklusion und Diskriminierung und Ungerechtigkeit. Man kann hingehen, wo man will. Letztlich ist das der rote Faden. Letztlich ist das der Kern jeden Übels. Vor genau einer Woche erst habe ich die Zentralafrikanische Republik besucht und ich ging wieder zurück an einen Ort, wo ich schon vor 4 Jahren gewesen war, im Norden. Kakabandaro heißt der Ort. Und vor 4 Jahren war das eine Stadt im Norden der Zentralafrikanischen Republik, in der Christen und Muslime zusammen gelebt und gearbeitet haben. Aber die Identitätspolitik hat diese beiden Gemeinschaften gespalten und vertrieben. Heute kommt man ins Zentrum dieses Ortes und das Zentrum wird zerstört durch diese Einzelidentität Gewalt der Gemeinschaften und der Akteure und beide Gemeinschaften leben am Rande der Stadt, in vertriebenen Lagern oder vertriebenen Gemeinschaften und getrennt voneinander. Sie haben ihre eigenen Märkte getrennt und besuchen die Märkte, den Markt der anderen nicht mehr. In einem Niemandsland dazwischen gibt es ein IKRK-Krankenhaus,
und auch die UNO-Friedenstruppen sind da. Das ist eine ernüchternde Geschichte und zeigt in zerstörerischer Weise, was geschieht, wenn eben diese Einzelidentitätspolitik einfach zugelassen wird. Das darf man nicht akzeptieren. Hier ist der richtige Ort, eben Identität und Globalisierung zu diskutieren, wenn wir nicht akzeptieren können, dass die Globalisierung zu einer Situation führt, in der wir mehrere Identitäten haben, dass wir nicht entweder das eine oder das andere sind, sondern dass es beide gibt. Und es ist ja an jedem Einzelnen und jeder einzelnen Gemeinschaft, die eigene Identität zu definieren. Und die darf man sich nicht aufdrängen lassen von anderen. Wenn wir diesen Zyklus nicht durchbrechen, dann werden wir in dem Schlamassel einfach stecken bleiben. Und es ist ein Schlamassel größeren Ausmaßes. Denn es gibt eine Eskalation der Gewalt nach der anderen. Wir laufen von einer in die andere hinein. Das ist vielleicht meine Hauptbotschaft. Nun, was kann man da tun in diesem Zusammenhang? Da können wir vielleicht später darauf eingehen, aber nur so ein kleiner Hinweis darauf. Ich denke, momentan ist es so, dass die humanitäre Arbeit, also unabhängige Arbeit, unparteiische Arbeit von Vermittlern zur Wiederherstellung von Vertrauen unter Gemeinschaften, das ist eigentlich der erste wichtigste Schritt, um mal die Situation zu ändern. Das versuchen wir wenigstens. Wir wollen nicht die Diskussion einfach verlagern darauf, was die Identität ist, sondern was man gemeinsam tun kann. Und wie können wir ein humanitäres Programm zusammenstellen, das wiederum dazu führt, dass die Menschen zusammenarbeiten in Bezug auf die gemeinsamen Sorgen, die sie haben. Da gibt es also eine Strategie, die wir fahren in solchen Situationen, nämlich Projekte zu gestalten, die die Gemeinwesen zwingen, wieder zusammenzuarbeiten, was die Wasserverteilung betrifft oder die medizinische Betreuung oder einfach die Grundbedürfnisse humanitären Zusammenlebens. Es ist aber gerade auch bei der Friedensförderung sehr wichtig. Wir sind zwar unparteiisch und neutral als Akteur, sollten aber letztlich und wollen auch ein wichtiger Baustein im Aufbau des Friedens sein. Und das bedeutet, dass die Gemeinschaften einander akzeptieren müssen, wenn sie eben beim Wasserverteilsystem sich treffen. Ja, vielen Dank, Dr. Maurer, dafür. Und wir werden natürlich auch auf diese Punkte zurückkommen, um darüber zu sprechen, wie wir entsprechende Lösungen herbeiführen können. Aber kommen wir zuerst zu Dr. Shapiro. Wir haben jetzt Geschichten gehört, wir haben persönliche Aussagen und Erlebnisse gehört. In Auseinandersetzung von Dr. Maurer haben wir etwas gehört über Konfliktgebiete und ein sehr deutliches Beispiel von Gemeinschaften, die unmittelbar nebeneinander arbeiten, aber nicht mal auf denselben Markt gehen. Also, wo ist das Problem? Was machen wir falsch, wie Dr. Maurer sagte? Wie können wir diesen Zyklus oder diese Situation durchbrechen? Wie können wir so kommunizieren, dass wir einander verstehen? Und wieder wie Dr. Maurer sagte, nicht das eine oder andere tun, sondern beides gemeinsam. Ist das so schwierig? Was macht das Ganze so schwierig und wieso? Wieso ist es immer wieder dasselbe, wie er auch gesagt hat? Es ist immer wieder dasselbe. Egal, wo man hingeht. Es ist immer wieder dasselbe. Wieso? Ja, zuerst möchte ich mich mal bedanken für die Möglichkeit, diese Geschichten der Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen zu hören. Es ist sehr bewegend, dass ich auch dabei sein darf. Möchte mich bedanken. Nun, was läuft schief? Das hat auch natürlich zu tun mit der Frage, was machen wir richtig? Jede Gewalt wird natürlich irgendwie aus anscheinend gutem Grund begangen. Jeder Akteur, der etwas tut, was viele als schrecklich ansehen, wenn man die Leute fragt, die das begangen haben, haben sie sicher irgendeine rationale Erklärung, wieso sie das tun, was sie tun. Das Video am Anfang habe ich sehr geschätzt. Es ging ja da auch um den Tribalismus, die verschiedenen Stämme in dieser Welt und die Herausforderungen, die sich dadurch ergeben. Die Welt wird immer globalisierter. In den letzten 20, 30 Jahren mit Google, mit wirtschaftlichen Verknüpfungen, die es noch nie
zuvor gegeben hatte, ist es so gekommen, dass der Mensch in eine sehr schwierige Situation gekommen ist. Und es geht da um Identität. Wie definieren wir überhaupt, wer wir sind in dieser massiven Ausweitung der Identität? Wenn wir alle miteinander verknüpft sind und alle irgendwo in diesem Riesenozean zusammen einzeln schwimmen, dann fragt man sich, wer bin ich denn? Und es ist natürlich einfach, jetzt einfach auf sich einem Stamm zuschreiben zu lassen. Gilt das für den Menschen allgemein so, dass er eine gewisse Identität hat und eine Zugehörigkeit haben muss? Ja, das ist doch schön, aber deswegen ist es auch ein Problem und eine Chance gleichzeitig. Es gehört zur menschlichen Fähigkeit. Wir fühlen uns ja am meisten verbunden mit der Familie. Wenn ich Angst habe, ziehe ich mich zurück, rufe meine Mutter an oder meine Kinder rufen mich an. Man fühlt sich mit der Familie verbunden, wenn man in der Identität irgendwie bedroht ist. Schauen Sie sich die Weltgemeinschaft an, die wir heute haben. Da sind die Identitäten bedroht. Und das ist sicher ein systemisches Problem zum Teil. Deswegen ziehen sich die Menschen zurück. Und sie ziehen sich zurück in ihre enge Familie. Das sehe ich nicht als Problem an, sondern das Problem ist, wie wir mit den Unterschieden umgehen. Gehen wir mit den Unterschieden durch aktive Gewalt um und militärisches Vorgehen? Oder gehen wir mit den Unterschieden durch politischen Aktivismus um? Oder gehen wir mit den Unterschieden über Konfliktlösung um? Versuchen wir wirksamer, Konflikte zu bewältigen? Ich denke, mindestens in den USA kann ich sagen, sagen die Leute, was? Konfliktlösung? Irgendwelche Verhandlungslösungen finden? Das klingt nicht richtig, aber man schlägt sich besser auf die eine oder andere Seite. Politischer Aktivismus oder sogar Gewalt. Aber wie ist das zu verstehen? Das ist doch der sehr wichtige Moment, wenn man denkt, man kann gar nicht darüber sprechen. Sie arbeiten ja mit Einzelpersonen und Staaten. Haben die irgendwas gemeinsam, wie sie reagieren, wenn sie über die Kommunikation sprechen? Wie glauben wir, dass es schwierig ist, über diese Unterschiede zu sprechen? Es scheint zu sein, dass ein Familienkonflikt oder staatlicher Konflikt oder irgendwelcher Konflikt, haben die irgendetwas gemeinsam? Ja, also wenn ich mich in der Identität bedroht fühle, dann werden wir alle, ich werde oder wir werden alle zum Opfer eines anderen Denkens. Wir denken plötzlich anders und das ist dieser Stammeseffekt. Mindestens nenne ich das so. Da gibt es drei wichtige Eigenschaften dieser Einstellung. Einmal ist es auf Konfrontation ausgerechnet. Sobald Sie etwas sagen, was mich beleidigt, religiös oder in meiner Familie, dann denke ich sofort, das ist eine Konfrontation hier. Also Sie gegen mich, ich gegen Sie. Zweitens ist es irgendwie überheblich. Ich weiß, ich habe recht, meine Sicht ist legitim und Sie sind irgendwie verrückt. Und die dritte Eigenschaft dieser Einstellung ist, dass es so ein geschlossenes System ist. Es ist wie eine Insel. Es ist eine Ökokammer, wie es heute oft bezeichnet wird. Ich höre Ihnen gar nicht zu und verteidige nur meine Position. Und das ist so ein Selbstschutzmechanismus, den alle Menschen irgendwie haben. Aber das ist natürlich auch eine große Herausforderung, wenn es darum geht, wirksam zu kommunizieren mit den anderen. Aber es geschieht bei allen so. Plötzlich hat man die Scheuklappen auf und man hört auch nicht mehr zu, und obwohl man vielleicht denkt, man ist mitfühlend und empathisch, aber man hört den anderen plötzlich nicht mehr. Ich möchte auf Shinei zurückkommen, denn beide Frauen hier haben ja auch die Rolle des Internets erwähnt, wie es ihnen geholfen hat. Schauen wir uns das näher an. Wir haben übrigens auch hier in diesem Forum einen Hashtag. Man kann natürlich auf Instagram und Twitter Bilder einstellen und das ist ja alles gut und verknüpft uns, aber gleichzeitig möchte ich auch mal kurz das Ganze in Frage stellen und überlegen. Dieser Ökokammer-Effekt, die Algorithmen, wir sind Follower von Leuten, die wie wir selbst sind. Sind wir da überhaupt noch konfrontiert mit anderem Denken? Sinead, was meinen Sie dazu? Sie versuchen ja, diese Botschaft rüberzubringen. Sie glauben natürlich auch an die Kraft der Online-Kommunikation. Da bin ich sehr neugierig, was Sie meinen. Ja, die Rolle des Internets für mich und der Social Media insbesondere hat einen sehr großen Wandel für mich
persönlich herbeigeführt. Das ist klar. Natürlich, es gibt negative Auswirkungen des Internets, vor allem gerade auch für die nächste Generation. Und man versucht ja jetzt auch zu ermitteln, welches die Identität der nächsten Generation ist, wenn man ihnen sagt, sie genügen nicht, sie sind nicht schön genug und so weiter. Aber für mich ist es so, dass das Internet seine Spitze erreicht hat, als ich schon in meiner Meinungsbildung weit fortgeschritten war. Es werden natürlich auch Minderheitenstimmen vertreten und das war immer sehr auf Sensationen ausgerichtet. Ich habe Fragen oder Interviews gemacht, da hat man mich gefragt, als erste Frage, wann haben Sie festgestellt, dass Sie normal sind? Und ich frage dann zurück, was ist normal? Also man muss ja in gewissen Fragen auch antworten können, zum Beispiel, wie reagiere ich auf einen Mann an der Bar? Denn ich bin ja nicht nur behindert, sondern auch eine Frau. Also ich habe durch das Internet auch die Macht über meine eigene Kommunikation gewonnen. Und das führt natürlich zu Ökokammern und das kann problematisch werden, aber die Menschen auch befähigen. Das Internet hat mir auch die Möglichkeit gegeben, einfache Dinge rüberzubringen, wie zum Beispiel die politische Sprache in Verbindung mit Identität. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber das Wort Midget, das kommt aus einem Bereich, wo es eben um Zwerge geht und wo die Menschen herablassend dargestellt werden. Und es ist auch dann ein Wort, das zu einem Marketingbegriff geworden ist. Und die Gesellschaft hat sich verändert, aber unsere Sprache nicht. Und ich spreche auch die irische Sprache. Und es gab für eine kleine Person in Irisch überhaupt keinen Namen. Es gab nur die Bezeichnung Zwerg. Und da musste ich mich selbst auch als Zwerg bezeichnen. Ich habe also mich an die verantwortliche Behörde gewandt und gefragt, könnten Sie da vielleicht ein neues Wort bestimmen? Und es gibt ja auch eine direkte Übersetzung für ein Wort, für den Begriff kleiner Mensch. Und ich habe versucht, dieses Wort in die irische Sprache zu bringen. Also man muss natürlich schon auch ein Portfolio quasi herbeiführen und Vertrauen schaffen online und sich fragen, wird da meine Meinung ernst genommen? Kann ich an Türen klopfen und gibt es da auch Pförtner, die Türen öffnen? Was ich zum Beispiel trage als welche Kleider ich trage, das ist natürlich auch Teil meiner Identität geworden. Kleider sind wichtig, das ist klar. Und als kleinwüchsige Person und als Frau, da gibt es wieder mehrere Identitäten. Und ich kämpfe ja gegen die Grenzen zwischen Kinderkleidern und Erwachsenenkleidern. Ich habe sehr kleine Füße zum Beispiel und man bietet dann natürlich mir auch Dinge an, die einfach hier zum Beispiel auf der Bühne nicht angemessen wären. Und ich sehe dann oft auch in solchen Kleidern wie ein Kind aus, vor allem von hinten. Und ich versuche der Welt ja immer zu sagen, ich bin eine Erwachsene, ich habe einen Universitätsabschluss, aber meine Kinder erinnern mich und die Welt immer daran, dass ich irgendwie ein Kleinkind bin. Und ich werde wie ein Kleinkind behandelt. Und man kann natürlich dann auch die Möglichkeit bekommen, mit der Modebranche über das Internet zusammenzuarbeiten. Burberry als Marke hat sich entschieden, mit mir zusammen eine Lösung auszuarbeiten, um eben auch Kinder für Erwachsene, Kleinwüchsige herzustellen. Und sie waren auch sehr überrascht, dass niemand vorher an diese Tür geklopft hat. Also die Frage ist schon, was hätte ich erreicht ohne das Internet? Ja, in Ihrem Fall ist das natürlich auch die konstruktive Nutzung von Online-Plattformen und des Internets. Und trotz dieser Ökokammer-Wirkung und der Algorithmen haben Sie Ihre Botschaft rüberbringen können. Und durch ihre eigenen Bemühungen waren sie in der Lage, auch für diese konstruktiven und Zusammenarbeitslösungen Raum zu schaffen. Aber ich möchte dann nochmal auf diesen Aspekt eingehen und von Weiwei Nu hören. Wie ist es mit Ihrer Erfahrung oder Ihren Beobachtungen, wie das Internet funktioniert in Bezug auf die Überbrückung dieser Klüfte und des Ökokammerwirkung? Wird das Leben schwierig dadurch oder wie sieht es aus? Yes, I think it's a good comment. Ja, das ist eine wichtige Frage, eine gute Frage. Online-Plattformen, denke ich, sind heute eine riesige Chance für uns, um Wirkung zu erzeugen, Breitenwirkung.
Aber man muss durchaus auch differenzieren von Land zu Land und vielleicht von Gesellschaft zu Gesellschaft, je nachdem, wie die Online-Nutzer sich verhalten und was ihr Hintergrund ist. Also zwischen Myanmar und den USA mag es da zum Beispiel kleinere oder größere Unterschiede geben. Bei uns in Myanmar, in Birma, ist es so, dass der ganze Hass, die ganze Propaganda, die ganzen islam-muslimfeindlichen und hindufeindlichen Attacken online verstärkt werden. Im Sinne eben einer Echokammer und wegen des Hintergrunds der Online-Nutzer wurde das noch vereinfacht. Dieser Tage ist es so, dass jeder und jede praktisch in Birma ein Telefon hat, ein Handy oder eines bekommen hat. Das ist ja billig. Und vor noch 10 Jahren kostete eine SIM-Karte vielleicht das Äquivalent von 60 oder 600 Dollar und das sind im Vergleich heute nur noch 1 oder 2 Dollar. Das ist also sehr preiswert geworden und jeder kann das nutzen. Und wenn man den politischen Hintergrund im Land kennt, die Geschichte der Militärdiktatur über mehr als 5 Jahrzehnte, und wenn man bedenkt, dass die Alphabetisierungsrate niedrig ist, dass das Gesundheitssystem sehr schwach ist, und dass aber jeder online gehen kann und online sagen und tun kann, was er oder sie will, und man auch bedenkt, dass man alles sieht und liest und jede Menge Nachrichten erhält online, namentlich über Facebook, dann ist doch zu erkennen, dass Menschen in einem solchen Umfeld die Online-Plattformen nutzen, um Hass zu verbreiten und Vorurteile unsere Institutionen, unsere Individuen, unsere Organisationen sind nicht stark genug, um hier online konstruktiv dagegen vorzugehen. Aber wir haben natürlich gemerkt, dass diese Online-Plattformen problematisch werden nach und nach. Derzeit haben wir mit Freunden eine Kampagne gestartet, die hier praktisch eine Kampagne gegen Hass und Rassismus ist, indem wir Freundschaften zwischen verschiedenen Menschen und Ethnien aufzeigen, auch online, die es natürlich auch gibt in unserer Gesellschaft, die Freundschaften, die wir bestanden haben. Ich glaube, alle in meinem Land, auch alle in diesem Raum, haben Freundinnen und Freunde aus unterschiedlichen Gemeinschaften. Das ist für uns auch gar kein Problem, solche Freundschaften zu haben, mit anderen Menschen zu arbeiten, die anders sind und aussehen als wir. Wir kennen das also, das gibt es. Wir haben sehr enge Freunde aus verschiedensten Gesellschaftsbereichen. Aber die Hassprediger quasi sind heute stärker über diese Plattformen, als ob Menschen unterschiedlicher Religionen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe nicht zusammenleben könnten. Und wir versuchen jetzt eben neu über soziale Medien und online und Facebook effektiv gegenzusteuern. Ein Forum wie dieses und Menschen wie Sie sind hier ganz entscheidend wichtig, um den konstruktiven Online-Dialog zu fördern und die sozialen Netzwerke positiv zu nutzen, um hier das Narrativ umzukehren, um die Erzählung umzukehren und für Frieden und Zusammenleben zu plädieren. Danke. Peter Maurer? Ja, bitte. Ja, ich finde diese Diskussion über die Online-Mittel ziemlich faszinierend. Ich komme von einer Institution, dem Roten Kreuz, die klassischerweise immer arbeitet mit der physischen Nähe zu Kriegführenden und mit der Vertraulichkeit der Gespräche mit den kriegführenden Parteien, um Vertrauen wiederherzustellen in Konfliktregionen. Das ist natürlich etwas ganz anderes, ein ganz anderes Spiel als dieser virtuelle Diskurs, diese Virtualisierung von Politik und Konflikt online. Und ich sehe, dass je nachdem, wie man darauf schaut, man das eher negativ oder positiv beurteilen kann. Also dieses Potenzial der virtuellen Realität unterschiedlich beurteilen kann. Ich glaube, heute stellen wir fest, dass wir quasi in zwei Welten leben. Nämlich einerseits weiterhin in dieser
physischen Welt, der persönlichen Nähe, wenn wir wirksam handeln wollen. Andererseits sind wir aber nicht effektiv und wirksam, wenn wir nicht gleichzeitig in der virtuellen Welt sind. Und hier möchte ich zwei Begriffe nahe bringen, die so entscheidend sind. Und zwar einerseits kritisches Denken und Führerschaft. Ohne kritisches Denken, hinterfragen, das außerdem wertebasiertes Denken ist natürlich, dass es erlaubt, auch zu beurteilen, was stimmt und was nicht stimmt. Ohne solch kritisches Denken verliert man sich in der echten wie auch in der virtuellen Welt. Man muss wissen, wo man hin will, sonst kommt man am Ende nämlich anderswo hin. Und ich glaube, Leadership, Führerschaft ist dir auch wichtig. Nicht im Sinne einer Hierarchie, sondern im Sinne der Gemeinschaft. Und hier hat Leadership etwas zu tun mit der Fähigkeit, Grenzen zu überwinden, auf andere zuzugehen. Die ganze Idee von Dialog kann ja nur gelingen, wenn man sich nicht gefangen nehmen lässt, in dem, was Daniel sagte. Nämlich in diese Urreflexe hineindrängen lässt, die bedeuten, dass wenn ihre Identität irgendwo herausgefordert wird, sie zumachen wie ein Igel, sich einigeln und auf Krawall gehen, auf Konflikt gehen. Eine der großen Herausforderungen in der realen und in der virtuellen Welt ist, dass wir über Grenzen hinausgehen, die Grenzen sozusagen transzendieren, versuchen zu verstehen, wo der andere, die andere herkommt und auch versuchen, die Komplexität der Welt zu verstehen, in der wir leben. Nichts, was wir tun, ist heute wirklich auf eine einzelne Identität herunterzubrechen. Wir leben von und mit anderen, von Gemeinschaften, von der Gesellschaft, von und in der Globalisierung, wo immer wir sind. Ich glaube, Daniel, du hast es schon ein bisschen gesagt, das ist sehr interessant. Die Gegenreaktion auf Globalisierung, auf volle Konnektivität, auf volle Vernetzung ist Identitätspolitik. Und es klingt, als ob es natürlich wäre. Wenn man aber diesen Weg gehen will, dann ist es echt problematisch. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir das ändern. Und hier brauchen wir eben Führerschaft, Leadership. Man muss Visionen für eine Gesellschaft entwickeln können, die eben über diese Identität hinausgehen. Die Moderatorin, vielleicht das noch einmal mit Ihnen beiden hier in der Mitte. Wenn Sie sagen, es ist so wichtig, hinauszugehen über Grenzen und Identitäten. Und wenn wir eingangs gesagt haben, wir führen dieses Gespräch in einer Zeit, in der Identitätspolitik am Kommen ist. Und wenn Grenzen so wichtig werden plötzlich, Identitäten so stark und wichtig werden mit dem Aufkommen des Rechtspopulismus und ähnlicher Strömungen, mit der Versuchung, Grenzzäune zu bauen, um manche Länder zu schützen vor Flüchtlingsströmen, wo immer mehr die Rede ist von Grenzsicherheit, muss man doch sehen, dass das heute ausgesprochen dominante Themen sind im internationalen politischen Diskurs. Jetzt führen wir also dieses Gespräch in einem solchen Moment. Frage an Sie. Wie kommunizieren Sie mit den Regierungen, mit Politikern, Verantwortlichen darüber, wie wir die Grenzen überwinden müssen, transzendieren, die Identitäten überwinden müssen, darüber hinausgehen? Wie reagieren die Politiker, wie reagieren die Entscheider, wenn sie sagen, wir dürfen niemanden auf eine einzige Identität reduzieren, sondern müssen Diversität, Vielfalt feiern? Ist das einfach? Naja, einfach ist das nicht, sagt Herr Maurer, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Und schwierig ist es deswegen, weil die Populisten mit Halbwahrheiten argumentieren. Und ich glaube, Halbwahrheiten bedeuten, es ist immer was Richtiges dabei. Und deshalb ist es immer sehr, sehr viel schwieriger, dagegen zu argumentieren. Wenn jemand völlig daneben liegt und wirklich entsetzlich Falsches sagt, ist das nicht so problematisch. Aber die Regierungen können heute sehr viel besser Halbwahrheiten und auch halbwahre Lösungen anbieten. Und ich glaube, das einzige Rezept, das wirklich hier vielversprechend und interessant ist, wäre, dass wir sogenannte evidenzbasierte Erfahrungen nutzen. Das heißt, löst denn der Stacheldrahtzaun Ihr Problem? Wahrscheinlich nicht. Und es gibt klare Beweise und Evidenz dafür, dass das Problem dadurch nicht gelöst wird. Frage, gibt es etwas anderes? Und hier glaube ich, dass wir in dem ganz bescheidenen Kompetenzbereich, den wir haben als humanitäre Organisation, wir uns bemühen,
Lösungen vorzuschlagen und die Regierungen und Akteure, politische Akteure versuchen zu überzeugen, zu überreden, einzubinden in den Versuch, Lösungen zu finden für die Probleme, die sie haben. Wir versuchen ihnen nicht Lösungen vorzuschlagen, die nicht funktionieren, für Probleme, die wahrscheinlich gar nicht die Probleme sind, die sie wirklich haben. Ich denke, das ist im Moment das entscheidende Problem im Dialog. Wir haben ein Diskursproblem, weil der heutige Populismus mit Halbwahrheiten arbeitet und wir müssen stärker auftreten, indem wir Erfahrungen aufzeigen und zeigen, welche politischen Lösungen wirklich funktionieren aufgrund von beweisbaren Maßnahmen. Denn ich denke, unter dem Strich, Churchill hat es gesagt, ist es nicht so, dass man jeden jederzeit in das Licht führen kann. Das geht auf Dauer nicht. Irgendwann, wenn es wirklich machbare Lösungen gibt, muss man Mittel und Wege finden, ein Patt aufzubrechen und einen Teufelskreis aufzubrechen, den Teufelskreis einer falschen Identitätspolitik, falscher politischer Empfehlungen, die nicht Probleme lösen, sondern vielleicht am Ende dazu dienen, dass man wiedergewählt wird. Aber irgendwann werden die Wählerinnen und Wähler auch merken, dass man falsche Versprechungen gemacht hat. Dass das alles irgendwie sich in Luft aufgelöst hat und nichts Wirkliches passiert. Ich denke, für alle unter uns hier ist die Herausforderung und die Frage, wie wir einen kritischen Dialog wieder schaffen auf der Grundlage von politischen Lösungen, die ihre Wirksamkeit bewiesen haben. Es gibt sie ja. Wir können die Probleme, die gibt es, die können wir nicht einfach wegblasen. Danke. Dr. Shapiro, ein paar Sätze noch dazu und dann kommen wir zum Publikum. Ich möchte nur dafür sorgen, dass wir hier vorne das quasi abrunden. Dr. Maurer hat es gesagt. Stacheldrahtzäune lösen nicht das Problem, die Beweise dafür liegen vor. Aber wenn nun der Politiker sagt, dafür kriege ich aber die Stimmen meiner Wähler. Also wie kommen wir aus diesem Patt heraus? Jetzt konzentrieren wir uns auf dieses Beispiel des Stacheldrahtzauns. Natürlich meinen wir damit Flüchtlingskrise und verschiedene Reaktionen verschiedener europäischer Länder. Jeder hat ein bisschen auf seiner Seite unterschiedlich reagiert, je nach innenpolitischer Lage, ohne internationale Vision. Gibt es ein Mittel, das zu überwinden, diese kurz- und langfristige Vision zu vereinen? To the politician who says, well, this is going to get me votes. My question back would be, what are your interests? You know, what are their interests? Which parts of the population are voting for you? For what specific reasons? Let's really get down to the pragmatics. Like what you were saying, in a sense, as I heard it at least, let's get down to the pragmatics here. Two other thoughts connected to our conversation quickly. One, identity politics. The common understanding in terms of the way we are using identity politics in today's world, identity politics is seen as an evil. It's a bad thing. I think it goes in two directions. You can, identity politics is the use of identity for some political purpose. And you can use that identity politicking for evil, or you can use it for good. I think of a leader such as Nelson Mandela, who absolutely used identity politics, but his wasn't. It's black versus white. His was, we are all part of one singular community, and it is Ubuntu, it's all of us together. That's identity politics, but he's using it, you know, from an evolved spiritual place, from a pragmatic political place, I believe, as well. One quick final point. I just really practically, to oversimplify the challenge, I think it's threefold. One, who am I? You know, what defines who you are and your identity? And that is a tough, tough question that I think everybody grapples with. Question two, who's the other? And how do I really appreciate that other person in their full diversity and their full beauty and their full ugliness as well as a human being? And thirdly, how do I build that relationship with the other side? Last point, I was recently talking with a diplomat in Washington, D.C. He said, look, Shapiro, I know all about your work on building relationships, human connection. I was just meeting with a senior Taliban official in Afghanistan, and he said, it didn't work. And I could tell there was a story behind it. I said, tell me, you know, give me the story. He said, we spent an hour together, and there was nothing that we could find any common ground on. And I said, well, what did you talk about? He said, of course, we talked about politics.
Oh, that's great. You know, does this guy have a family? He said, I don't know. Does he have any kids? I don't know. Does he know about your family? Of course not. Back to that notion of singular identity, it's, you know, we walk in with this tribal mindset. We assume we know who that other is, when more often than not, the border problem is not the other, but it's our own internal instincts misguiding us. If we're aware of that, I think it opens up a lot of possibility. Okay, we need to turn to the audience today because of time restrictions. Okay, if any of you have any questions, I saw the gentleman at the back raising his hand, and then we'll get to you. If you could please introduce yourself and make sure it's a question, not a comment, we would really appreciate it. Yeah. My name is Yves Descat, and I lead a biotech company in Switzerland. So my perspective is more from a business industrial perspective. First question is two short questions. The five of you seems to have a lot of insight in the key issues of globalization and even have some solutions for it. So my question is, why is it so difficult to implement those solutions? And the second question is, if I look at global multinational companies, they seem to be able to operate rather seamlessly across borders. I mean, if you see companies like Nestle, Novartis, Apple, they will operate in Myanmar like in Switzerland. And so I think they're able to do that by avoiding politics and religion in a certain way. So by being more pragmatic. And my question is, why can't we take some of that pragmatism of large multinational companies and take that into ruling other organizations? Thank you. Let's get all the questions and then go back to our panel. You, sir, I saw you. Hi there, this is Tayyar Sönmezer from Istanbul, Turkey. I am the CEO of the Management Center Turkey. It's a consulting firm. My question to Mr. Murray, we have 3.8 million refugees in Turkey from Syria. Neither their language nor their alphabet is common with what we have in Turkey. How do we tackle with that issue? Because we would love to foster the inclusivity of those guys. 3.8 million people is a huge. Just I need to hear some of your comments about it. Thank you. Thank you. And the last, yes, there in the middle. Hello, my name is Fiona from the Indonesian Agency for Creative Economy, and we're going to host the first Creative Economy Conference this May. My question is for Sinead Burke or for the panelists. You mentioned a lot on creative thinking and profitable opportunity. What are your thoughts on the rising power of creative economy to foster inclusivity? Okay. Let's go to our panel first, and then if you have any other questions, and if we have time, Karen will let me know, we can get more questions. Okay, let's start with you, Sinead, because sure. The last question was for you, and then let's move on to the other questions. Great, thank you very much for your question, and best of luck with your conference. It sounds very interesting. To attempt to answer both of those questions, to use the fashion industry as a microcosm for global conglomerates, as regards to what has been the challenge in terms of development and innovation, particularly within a minority space such as disability and adaptive fashion, a lot of it has been exactly what Dan was articulating earlier, in that there is a nervousness and a fear of not having the right solution, and of having to admit failure. Instead of being able to do that, there's this blinkered approach that you just continue on without acknowledging the problem because the system is working, or at least it seems that way from your perspective. So why change it? And I think we've talked a lot about leadership on this panel. Everybody has an individual leadership and also an individual challenge to be an ally. And that's a small example from something as simple as we were talking about language earlier. If you hear somebody using the word midget, it is your responsibility as an ally to say, actually, the community most affected by that word feel that it is no longer acceptable to use it. The appropriate terminology is. And being able to take that emotional labor away from the individual advocate who is emotionally, tangibly, physically connected to this issue. And as regards to creativity and what creativity can bring about through innovation, it is the absolute solution. I commented earlier a little bit about my challenge with footwear. What's the solution?
domestic 3D printers where I can buy the patent of any footwear company in the world and adapt it to my unique measurements. Now, what's the challenges in terms of innovation and bringing that to a domestic market as soon as possible? Absolutely. But it's also in terms of who we are recruiting and employing within these global conglomerates. My question that I would like for you to ask around every planning session is, who are we not thinking of? Who is not seated at this table? What consumers' needs are we not considering? And how do we bring that about? Because not only will it create numerous creative opportunities, but also profitability. The global disabled market is the size of China. It has a population of 1.2 billion people. They, as individuals, have a spending power of $1.3 trillion. Bring in their family members and their friends, and it is almost $8 trillion. I want beautiful, creative, practical solutions that give me autonomy and agency, that enable me to express my personhood, but also go about this world independently. And I want to give you my money. So why not? What are you waiting for? Everybody in this room has enough power, whether it be CEO or advocate or journalist, to begin to evolve this movement at a much more accelerated place. Thank you, Sinead. Let's go back to the other question, which is, why do we look like we have ideas for solutions, but why is it so difficult to implement those solutions? And can we learn anything from how international corporations do business? They're more pragmatic. They don't focus on differences, but just focus on what they need to do. So your take, Dr. Shapiro, Dr. Maurer? Sure. So first of all, I think we human beings are wonderfully equipped at repetition. And we feel very comfortable with repetition. Try just for a day to do your whole schedule backwards. You know, eat dinner for breakfast. I guess lunch stays the same, you know, and then vice versa with the evening meal. And try that for a week or 2 weeks. By the third week, you know, does it feel normal? Does it feel, back to that concept, does it feel abnormal? We feel comfortable doing what we know how to do. And then in come all, you know, my field, the conflict resolution specialists or others who say, oh, no, you're not doing it as well as you could. Our research suggests you could do it differently. People say wonderful for a day, and then they go back to having breakfast at breakfast, lunch at lunch, and dinner at dinner. So I think there's this, as Freud would call it, this variation of a repetition compulsion. We feel compelled to do what we feel comfortable doing, but this creates the core challenge. Sometimes change feels unnatural. Sometimes what needs to be done feels the most oppositional with what is core to who we feel we are. And the structures are in place, pushing us in one direction, when in fact, that's not the right place to go. So I think there's this patterned existence we have. To the question of business, I think you're right. There's a lot that the world can learn from the way businesses negotiate, the way they deal with differences. However, I wouldn't paint business as the panacea, as the utopia of dealing with conflict in this globalized world that we're living in. Businesses, too, are dealing tremendously with intercultural differences. How do we negotiate when we have, you know, a colleague in Boston, another in Beijing? How do they communicate most effectively together? But I do think there's a lot to learn from business. Thank you. Dr. Maurer. Well, I can continue here on Eve's question beforehand. I think, again, it's a valuable approach. Business has the big advantage compared to the area of politics of having a clear bottom line, which is profit. And you basically have a strategy to diffuse identity into profit. You go to work not because you are part of an ethnic minority A, B, and C. You go to Nestle because you have a good salary and you're working for profit. That's a powerful driver. But the problem is that the mechanics of politics do not function with a triple bottom line. The mechanics of politics are also about emotions, about values, about ideas. And here we get into the tension. When you say it's a political question, intrinsically we mean it's a question which we can't explain rationally. So we have sort of
an added value of the area of politics compared to business. And in the political arena, I think I would still embrace the basic idea that you brought forward and even say what we try to do as a humanitarian organization is very much sort of deconstruct some of the most emotional, controversial issues into pragmatic steps forward, which is basically a business or similar to the technique of a business strategy of deconstructing identity issues into a common purpose for a business. So there is interesting things, as Dan said, to learn about, but we have also to recognize that politicians are not about the triple bottom line, but about gaining majorities in populations. And that's the tension on the issues. Just one word on Turkey, refugee issues, displaced issues. I think Turkey does a lot great in terms of hosting communities, in terms of accommodating communities. I think at the end of the day, Turkey and many other countries today are in this tension of how much can the society bear and in what rhythm to integrate. If you look at refugees only as the ones with the other identity, you may have problems. If you demonstrate a pathway towards integration into new society, be it the first country of destination, be it another, a third country, be it other solutions for the refugee crisis. But I think you have shown in Turkey in many respects over the last couple of years that this is also a moving and evolutionary path. I mean, you started bringing more people into refugee camp. You saw that it doesn't really work. You integrated them pragmatically into the Turkish economy. You showed a way how to learn Turkish as a language to integrate the community. It may not be able to integrate all of them. You may need, and you do need, international negotiation, helping also those countries which are neighboring some of the big conflict regions to help when the flux is just reaching a point where it is difficult for the country to integrate. But I think the pathway, let me just remind all ourselves, the basic pathways of dealing with displacements by violence is set by the Geneva Convention on Refugees. And the world hasn't found much more intelligent than the four or five pathways that the Geneva Conventions prescribe. And Wei Wei Nu, you have to add. Wei Wei, was sagen Sie dazu? Ja, ich möchte eingehen auf die Frage der wirtschaftlichen Perspektive. Es wird sehr viel gesprochen heute über nachhaltige Entwicklung und Wachstum. Und ich glaube, dies ist nur erreichbar, wenn wir inklusives Wachstum anstreben. Die einen mögen Lösungen dafür in petto haben. Wie können wir eine inklusive Gesellschaft aufbauen und politische, wirtschaftliche und soziale Inklusion bewerkstelligen? Aber wieso ist das so schwer umzusetzen? Ich denke, es hat zu tun mit mangelnder politischer Führung, mit mangelnder Führung tout court in den Staaten der Gegenwart. Regierungen und Staaten haben bis heute nicht gemerkt, wie wichtig Inklusion ist. Es werden immer wieder die gleichen Ausgrenzungen, Diskriminierungen und Ungleichheiten geschaffen. Und ich denke, hier müssen wir mehr Bewusstsein schaffen. Wir müssen bei den verantwortlichen Politikern und anderen Führungspersönlichkeiten weltweit das Bewusstsein schaffen dafür, dass wir Inklusion brauchen. Was nun Unternehmen, Investitionen, die Wirtschaft und namentlich Birma, mein Land, angeht, so ist es so, dass, wenn ich das richtig sehe, in den letzten paar Jahren Investoren und Unternehmen und NGOs von einigen Teilen unserer Regierung gesagt bekommen, sie sollen doch bitte keine Muslime einstellen. Es gibt so informelle Anweisungen durch
Teile der Regierung in dieser Richtung. Und ich halte das für sehr gefährlich. Gleichzeitig werden Sie auch wissen, dass 2011 der demokratische Übergang begonnen hat und dass wir aber auch diese muslimfeindlichen Ausschreitungen, vor allem gegen die Rohingya, in diesem Bundesstaat hatten. Aber 2012 war es so, dass ungefähr schon 150.000 Menschen vertrieben wurden im Staat Rakhine, wo die Rohingya mehrheitlich leben. Und es wurde in Chaukyu eine Sonderwirtschaftszone eingerichtet und eine Sonderentwicklungszone, ein entsprechendes Projekt in einer Region, wo etwa 150.000 Menschen in Camps eingepfercht wurden und unter Bedingungen leben mussten, die von Amnesty International angeprangert wurden in einem Bericht im vergangenen November 2017. Amnesty International hat gesagt, es handelt sich um Apartheid-ähnliche Bedingungen, die hier im Rakhine, im Staat Rakhine umgesetzt werden. Das ist das eine. Gleichzeitig hat sich das Land wirtschaftlich entwickelt. Es wurden Sonderwirtschaftszonen eingerichtet. Es gibt wirtschaftliche Interessen in dem Land. Manche Unternehmen wollen wahrscheinlich das Thema Religion und Politik gerne vermeiden, aber ist das denn die richtige Art und Weise, ethisches Unternehmertum zu betreiben? Ist es so die Möglichkeit, sich an die UN-Menschenrechte zu handeln? Ich denke, auf keinen Fall. Man muss solche strukturellen Ausgrenzungsmaßnahmen genau anschauen. Und wenn Unternehmen weiterhin in ihrer Komfortzone bleiben wollen und nicht darüber hinausgehen, dann tragen sie bei zu solchen Apartheid-ähnlichen Bedingungen, die zu den furchtbarsten Ausschreitungen führen können und Verbrechen, wie wir sie leider in unserer Region in der letzten Zeit gekannt haben. Vielen Dank, Wei Wei. Ich weiß, die Zeit ist knapp, aber wir wollen doch noch eine letzte Frage stellen an die Podiumsteilnehmer hier. Wir haben hier die Weltkarte stehen. Viele Unternehmer und Politiker aus der ganzen Welt sind hier da, nicht nur um zu reden, sondern auch um zuzuhören. Deshalb eine letzte Frage an Sie. Bitte antworten Sie in einer Botschaft, einem Satz. Was sollen sich diese WEF-Teilnehmer anhören? Was sollen sie mitnehmen? Ein Satz, eine Mitteilung. Sinead, ich möchte Sie bitten, mit Empathie zu führen. Empathie ist eine Eigenschaft, die wir unterbewerten. Aber oft einer der wichtigsten Beiträge in Konflikten und Krisen. Ich denke, wir müssen uns versuchen, in den anderen hineinzuversetzen. Wie er oder sie einen Konflikt erlebt, treten wir einen Schritt zurück, stellen wir uns vor, was diese Konflikte bedeuten für Menschen, die weniger Macht als wir haben, seien sie empathisch. Also mehr Empathie für alle. Daniel Shapiro. Wenn wir verhandeln, sprechen wir oft von Gesprächen. Ich denke, Gespräch, Reden ist wirklich die falsche Seite der gleichen. Wir müssen mehr zuhören. Also zuhören, würde ich sagen. Zuhören. Dr. Maurer? Ich würde wahrscheinlich zu Mut aufrufen, Mut einfordern. Denn Politiker und Politikerinnen sind hier, um Grenzen zu überschreiten, um den Mut zu haben, sich nicht einfangen zu lassen von einer Identitätspolitik, die eine einzige Identität sieht. Also meine Botschaft an verantwortliche Politiker und andere wäre, fasst Mut und seht das Langfristige. Wei Wei, ja, ich möchte das aufgreifen und bekräftigen. Erstens wollen wir doch Frieden schaffen, und zwar nachhaltigen Frieden. Dazu brauchen wir Inklusion. Das wiederum heißt, dass wir Menschen einbinden müssen, unterschiedlichster Religionen, Völker, Geschlechter, und sie in den öffentlichen Diskurs einbringen, in die öffentliche Debatte einbringen, sie einbinden und sie mit zum Engagement bringen. Und hier muss tatsächlich die weltweite Führung Mut beweisen. Mut. Peter Maurer. Ja, es ist nur was ganz anderes. Aber bevor wir hier mit dem Gespräch angefangen haben, haben wir uns unterhalten über eine neuere Studie, die zeigt, dass wenn in einem Publikum Frauen als Erste reden, dann generell danach auch viel mehr Frauen sprechen. Ich habe heute beobachtet, dass drei Männer Fragen gestellt haben.
Ich möchte jetzt das offene Forum hier ermutigen und aufmuntern, zum Vorbild zu werden diese Woche und Frauen zu Wort kommen zu lassen, als Erste, damit auch danach mehr Frauen zu Wort kommen. Danke, Dr. Maurer.